So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer FIFA-Karriere. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Match. Das ist das Duell gegen Valencia. Ja. So, Spielerverlust droht. Wer möchte denn... Oh. Kann ich den jetzt noch verlängern, den Kollegen? Jo. Kann ich. Machen wir auch. So, aber zu Flor. Delegieren. Ja, komm. Who cares? Geht oder gehen. Oh ja. Okay. Ich habe das Fenster auf. Hier hat gerade jemand laut Musik. Also für den Fall, dass ihr gerade was im Hintergrund gehört habt. Jetzt aber Bescheid. Oh, mein Spieler kommt zurück. Nach so langer Zeit. Er wird natürlich nicht direkt von Beginn an ran müssen dürfen. Sondern er wird dann wahrscheinlich so nach und nach mal aufgebaut. Aber jetzt erstmal der FC Valencia. Ich muss sagen, ich muss ein bisschen Folgen vorbereiten, gerade bei FIFA. Er ist heute im Mittelpunkt. Er will auch heute seine Torjägerqualitäten zeigen, ist ja der Topscorer der Liga und gleich geht's hier los. Hallo liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Rolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen FC Valencia. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. So, auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 18. Mit dem Anstoß. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Ica. Also eine gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass Dings zurück ist, dass Merino wieder Richtung Genesung geht. Da kommt der Schuss. Vielleicht sehen wir ihn. Natürlich, das habe ich mit Match heute live, kann man vielleicht auch sehen. Wenn nicht, wird er behutsam aufgebaut. Robinson. Einwurf geben. Die Gastgeber waren über die bisherige Saison das Team mit der besten Heimspielbilanz. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Oh, immer noch gefährlich, aber keine Abseits, also Abseits für Stein vom Herzen. Was ja eine ganz, ganz enge Geschichte. Maurice kann sich durchtanken, aber Robinson wieder kommt dabei. Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Muniain. Muniain. Flanke kommt rein. Es könnte das Führungstor sein. Machen wir das, Willi. An dem ja die Bayern dran sind, laut den neuesten Gerüchten. Also in der Realität natürlich. Den kennen wir ja aus damals, hat er glaube ich bei Leverkusen gespielt, als er mit Bayreuth gespielt hat. Und 1 für Cavani! Was für wieder so ein Bock da hinten in der Innenverteidigung. Und hier hat man es wieder gesehen. Wieder so ein Bock da hinten drin. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und es ist Edinson Cavani aus nächster Nähe. Ja, es war Emanuel. Es geht weiter. Der den Ball da in die Mitte gelegt hat. Euer Saba.
Die Fans spüren, jetzt kann er... Oh ja, dabei! Und machen wir das, Schwili! Er muss sich lang machen, aber dann hat er diesen Ball. Ecke kommt rein. Gut geklärt. Olmo, Vivian. Ja, muss jetzt ein bisschen auf die Außen mal. Macht das richtig gut. Wartet erstmal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Glück mit viel Glück da noch geklärt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Niemand neu, der eigentlich den Verteidiger. Der nicht wirklich hingeht. Der wirklich nicht hinkommt, aber den kommt er eigentlich mehr oder weniger. Vivian. Sanchez. Weiter mit dem Vorteil. Kein Abseits, Muriain! Muriain! Rein ins Glück, 1-1! Es steht unentschieden! Schauen wir nochmal auf die Entschiedenung des Tors. Erst der Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht es. So, Ausgleichstor, EMAK Muniain. 1-1. Ja, ist er weg? Nein. Aber erstmal hat man. Haben wir den Ball. Sanchez. Schöne Aktion, Steilpass. Olmo, Olmo. Spielgerät. Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Spiel gedreht. Dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. 2-1, hier ist noch alles drin. Cavani. Gut verteilt. Großer Bell. Er pfeift ab und jetzt. Gibt das Foul gegen Cavani, also für uns Freistoß. Zwei, das sind jetzt schon wieder hier. Robinson. Aber der Ballverlust ist mal. Schöner Einsatz. Ball nicht im Aus. Es könnte oh ja, so Ball. Die Flanke. Elfmeter! Elfmeter für Weber! Ja, aber ganz klarer Handelfmeter. Da war die Hand nämlich ganz weit oben. So, jetzt können Sie die Führung ausbauen. Er macht den Elfer! 3-1, 43. Minute, oder was war die 42. Egal, drin ist drin, Tor ist Tor. Keine Chance für den Keeper. Der Ball ist jedenfalls drin. Man nutzt die Chance, man nutzt es. Gut. 28. Saisontor. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Eine Minute gibt's oben drauf. Vidal. Schöner Ball. Wir sind am Ende dieser ersten Spielhälfte angelangt. Und im Moment liegt die Mannschaft mit der Bett. So. Wir führen jedenfalls. Mit Anstoß Valencia geht diese Partie jetzt weiter. Immanuel kann gut abklären. Baumgartner. Cavani. Edinson Cavani. Den hält er. Und damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Ecke in die Mitte.
halbherzig. Das ist nach wie vor Olmo, jetzt hat er mal den Kontern. Konter kann man setzen. Natürlich erstmal beendet. Chance zum Konter jetzt. Olmo, der muss ja alleine marschieren hier. Können Sie was draus machen? Kaputt doch nicht, weil er doch noch steht. Und machen wir das Spiel. Und wenn man das Spiel verhindert, das Treffer, den Treffer von Oyarzabal. Der wäre perfekt gekommen. Ecke kommt in den 16er. Und wieder mal das Spiel. Wieder war es Oyarzabal. Eine weitere Ecke. Die Chance für Williams. Williams, und wieder mal das Spiel. Also wieder der Georgier hält es momentan hier komplett. Nächster Treffer ist übrigens im Januar, ja, dieses Spiel. Das macht er gut. Die Chance, aber Kepa macht es sensationell. Kepa verhindert. Jetzt der Eckball. Abwehr hat aufgepasst. Baumgartner. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Hier gibt es ja keinen Elfmeter, war auch keiner. War wohl Körper. Und noch ein Eckstoß. Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Olmo. Gelb, oder? Nö. Geht erstmal weiter. Von wegen gelb, also kann er nachträglich ziehen. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Jetzt machen sie es. Immer nur noch gehaltene Energie. Und jetzt setzt er den Konter. Was Wille ausmachen kann, dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Solo-Lauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. 4-1 jetzt also. Tresor. Cavani ist das. Ist gar nicht, aber danach noch irgendwas gegeben hat. Überhaupt nichts zu über diesem Angriff. Und der Ball ist übrigens nicht im Aus gewesen. Olmo, über die rechte Seite. Da ist die Flanke. Das war dann. Ne, der ist weit, weit drüber. So, und jetzt gibt es das Comeback. So, Vincedor, was kannst du spielen? So, was wird jetzt der Wechsel geben? Sie verlieren den Ball. Tresor. Robinson. Schön gehalten. Und Kepa. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja. Da gewinnt er den Zweikampf. Valencia auf dem Flügel, da ist Platz. Ist gefährlich. Und Kepa verhindert. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie jetzt zu sehen. Oh, der Pass. Stark, das war's mit der Chance. Na, Witz. Da ist die Flanke ins Zentrum. Aber dann sind sie doch ein wenig zu unkonzentriert. Machen nichts draus. Williams. Und jetzt sind noch 8 Minuten. Ah, Glück gehabt, dass wir den Konter nicht. Diesmal konnten wir nicht sitzen. Die Chance. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Tor. Tor. Komm, Gartner. Sie machen es im zweiten Anlauf. Erst die klasse Parade, aber Szene bleibt gefährlich. Und dann schlagen sie doch noch zu.
Rizzo Baumgartner mit dem Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber sein zweites Ligator. Und die wird genutzt. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Muniain. Super gemacht. Gute hat er nicht, leider nicht, kann er diesmal nicht nutzen. Metzidor. Oyarzabal. Achtung! Ha, schade. Kann er nicht. Jetzt können sie kontern. Tresor. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Und jetzt ist er heute in diesem Spiel. Es steht fest, das beste Heimteam gewinnt das Heimspiel. 2-4, also 4-2 gegen Valencia. Sie haben mir wieder gezeigt, warum sie zu Hause eine Macht sind. Haben wieder die Stärken, die eigenen Stärken ausgepackt. Vor dem Tor abgebrüht. Klarer. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches. So, hochverdienter Sieg. Wenn der Keeper den nicht die paar Dinger da gut rausgeholt hätte, wäre es deutlicher geworden. Am Ende ist es aber wurscht. Wir holen die 3 Punkte. Oh, wir haben viele, viele neue Dinge. Bäuermacher. Ja. Jean, Pitcher, Padilla, Lopez, Aguirre. Ja gut, wir haben jetzt einige, wir haben jetzt viele, viele Spieler, die jetzt erstmal verliehen würden. Wir haben den Kader jetzt mehr als verdünnt. Deswegen muss ich jetzt gerade mal gucken, ob wir doch mal nachrüsten müssen. Nö, das weiß man nicht. So, Merino mal auf die Bank sitzen, definitiv. Aber nur noch LV können, das könnte ich nicht auf die Bank setzen, das könnte ich nicht rausnehmen. Ich will eigentlich ungern, jetzt muss ich überlegen, wen nehme ich da raus. Boah, wen nehme ich jetzt raus? Das ist ja eine schwere Entscheidung. Ganz Keeper einfach rausnehmen. So, jetzt muss ich. Wie gesagt, dass Merino wieder dabei ist, ist super. Von mir ist es der, wenn es wieder dabei ist. So, nun jetzt mal auf die Leihliste zu sitzen. So. So. Majoral kriegt auf jeden Fall seine 21. Ist zumindest mal der Gedanke dahinter. Aber eigentlich muss ich jetzt gerade erstmal an der Position nichts ändern, ne? Ja, vielleicht brauchen wir noch einen Linksverteidiger. Ich bin noch nicht zu 100% zufrieden auf der Position. Ich vermute, dass ich nochmal nachrüsten muss. Und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Ich muss definitiv gucken, dass ich da hinten auf der linken Seite nochmal nachrüsten muss. Ich gehe jetzt eher über Spanien, weil ich kann mit den ganzen
So, warte mal. Position, Defensive, LV. Boah, bei dir. Die werde ich wahrscheinlich nicht verpflichten können, ne? Das wird wahrscheinlich zu teuer sein. Zumindest vom Laien her. Ja, gut, okay. Sergio Gomez. Wie im Himmel, da brauche ich gar nicht drauf zu gucken. Ja, ich werde ihn jetzt mal scouten. Oder ihn holen. Ja, vielleicht kriegen wir noch. Kriegt die bestimmt noch keine Sorge. Normalerweise, was ich haben will. Und Sanchez. 70er. Der wird wahrscheinlich nicht kommen. Wahrscheinlich ich für das Angebot, oder? Gegenangebot, Tauschspieler entfernen, neue Transfersumme vorschlagen. Nö, dann muss ich leider ablehnen. Nee, also scheinbar, ich will versuchen, die Regelon war klar zu machen. Aber das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen in der nächsten Episode bei FIFA 23.